Ganz knapp vor DVD-Schluss schickt uns Publisher Ubisoft noch eine frische Preview-Version von Prince of Persia: The Two Thrones. Der mittlerweile dritte Teil, der ja eigentlich schon der sechste Teil ist, aber naja, egal, soll laut den Entwicklern die Stärken beider Vorgänger in sich vereinen. Klingt gut, immerhin war Teil 1 extrem sprung- und rätsellastig, während Teil 2 mehr auf brutale Säbelkämpfe setzte. Die Story ist direkt nach Prince of Persia: Warrior Within angesiedelt und spielt in des Prinzen Heimatortes Babylon. Die wurde von einer unbekannten Armee angegriffen und belagert. Sie soll es natürlich richten. Zu diesem Zweck hat der Held einige neue Tricks gelernt. Beispielsweise kann er sich nun an Feinde heranschleichen. Der Clou: Sobald sie den ersten Hieb gesetzt haben, müssen sie immer wieder im richtigen Moment die Feuertaste drücken. Sonst befreit sich der Gegner aus ihrem Griff. Je mächtiger der Kontrahent ist, desto kniffliger werden die Stöße. War das jetzt zu schnell? Dann zeige ich es Ihnen beim nächsten Feind gleich nochmal. In dem Moment, in dem der Bildschirm kurz einfriert, müssen Sie die Taste schnell genug drücken. Jetzt und jetzt. Dures Hau drauf wie in den Vorgängern gibt's daher nur noch selten. In den gewohnt aufwendig gebauten Levels wechseln sich knifflige Sprungeinlagen mit heftigen Kämpfen gut ausbalanciert ab. Erst spurten wir hier an der Wand entlang und hechten auf den Balkonen, um anschließend diesen fiesen Wächter umzulegen. Allerdings hat der einen Bogenschützen im Rücken, eine neue Feindart in Prince of Persia 3. Die sind besonders wendig und springen mit gekonnten Flickflacks oft aus der Reichweite unseres Dolches. Aua, der Tisch war im Weg. Wie Sam Fisher lernt auch der Prinz jedes Mal dazu, so kann er an bestimmten Stellen sein Messer in die Wand rammen und so höher gelegene Stellen erreichen. Zudem dürfen Sie, wenn links unten ein Symbol aufleuchtet, in die recht übersichtliche Vogelperspektive umstellen. So sehen Sie sofort, wie Sie am besten durch den nächsten Raum kommen. Oder wie wär's hiermit? Neuerdings kann der Prinz auch Balken entlang balancieren. Allerdings müssen Sie dabei stets darauf achten, den Analogstick Ihres Gamepads in gerader Position zu halten, sonst fällt der Prinz natürlich nach unten. Zudem dürfen Sie jetzt auch Waffen werfen, die Sie von Feinden aufgesammelt haben. Das scheint den Kontrahenten hier ganz schön aus dem Konzept gebracht zu haben. Zum Schluss zeige ich Ihnen noch einen recht knackigen Kampf gegen gleich drei Gegner. Wer da keine Special Moves beherrscht, zieht da schnell den kürzeren. Was Prince of Persia angeht, war mir Teil 1 immer ein bisschen zu sprunglastig und Teil 2 immer zu actionlastig. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf Teil 3, weil das beide Tugenden in einem verbindet und das richtig gut macht. Denn die Levels sind wieder aufwendig gebaut, fordern wirklich komplettes Können von ihnen und die Kämpfe sind durch schicke Animationen und neue Special Moves wieder richtig knackig geworden. Da kann eigentlich so viel nicht mehr schiefgehen bei.